sehr scharfer Pass darüber. Und jetzt die Chance. Oh! Und der Puck ist im Tor. Ein bisschen krummes Ding, aber am Ende ist das egal, denn die Scheibe zappelt im Netz. Konsti Ondl war's. Wenn ich es richtig gesehen habe, springt der Puck von Marvin Schmidts Schuss vom Pfosten genau in den Laufweg von Konsti Ondl. Und der kann sich jetzt, nachdem er, ja, da sehen wir es, über an den Puck ran, da sehen wir es gegen den Pfosten und dann, ja, macht das. Keine Chance für Kevin Carr. Ist da alleine mit Marvin Schmidt. Und Konsti Ondl konnte, nachdem er ja letztes Jahr so viel Pech im Abschluss hatte, sich endlich früh in der Saison mit einem Treffer belohnen. Und Regensburg in der Aufstellung. Noch eine Minute auf der Uhr. Ah, Marvin Schmidt, der gefährliche Pass. Und jetzt 3-2. Konter der selber Wölfe. Tor! Macht es da ganz kalt. Carson McMillan. Shorthander für die selber Wölfe. Da kamen die Wölfe zum zweiten Mal schon mit einer guten Kontermöglichkeit in Unterzahl vor das Tor. McMillan auf die Bank, auf die Strafbank gegangen, wenn ich es richtig sehe. Aber hier sehen wir jetzt nochmal den Schuss von Carson McMillan. Aber wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, ja, da unten sitzen jetzt gerade zwei. Selber auf der. Hier sehen wir nochmal die Hintertorperspektive. Ja, mach's gut. Nein, kann ich sagen. Noch knapp 10 Sekunden auf der Uhr, dann kommt die Nummer 88, Daniel Schwamberger wieder von der Bank. Schauen wir nochmal. Schon wieder Aluminium. Na, das ist jetzt Ole Liss nochmal mit dem Schuss. Tor. Bleibt am Boden liegen. Jetzt wird es da ein bisschen, jetzt geht es da ein bisschen ruppiger zur Sache. Wir sehen es hier gleich nochmal, glaube ich, im Replay. Ole Liss bekommt jetzt, nein, das ist erst der Schuss von, doch, Ole Liss bekommt da den Puck. Das ist dann der Lattentreffer. Szene läuft weiter, Szene läuft weiter. Gajowski findet dann nochmal Ole Liss, der schießt. Ah ja, und dann kommt hier die Nummer 74, Moritz Raab. Nein, natürlich ist es unnötig und er geht auch gleich hin und entschuldigt sich mehr oder weniger. Wenn wir sehen, da gibt er mit dem Stock eine. Schön oh, rausgespielt jetzt. Gut durch. Ausgleich selbst. Im direkten Gegenzug. Schön rausgespielt. Ja, das ist da sehr schön, schnell und direkt da. 1-2, Doppelpass. Verteidigung nicht aufgepasst. Winkwist kommt da alleine weiter durch. Verlieren da die Zuordnung und dann steht er alleine vor Eetu Laurikainen. Und damit 2-2. Ja, wildes Drittel. Kann man nicht anders sagen. Du sagst es. Drei Tore, eine Handvoll Strafen, eine Handvoll unstrittige Szenen. So, Neuaufbau jetzt. 45 Sekunden noch im Powerplay. Jetzt aber die Chance und das Tor. Das ging sehr schnell jetzt auf einmal. Ich glaube, es war Konsti Ondl, oder? Der da von hinten von Ole Liss, jawohl, bedient wird. Konsti Ondl somit mit seinem zweiten Tor am heutigen Abend. Und das ist ein ganz wichtiges. Nämlich die 3-2 Führung gleich zu Beginn des ersten, des dritten Drittels. Ja, keine Chance da für Kevin Carr. Reihe. Ole Liss. Trevino, jetzt schauen wir mal auf die Situation. Und das Tor. Ausgleich selber Wölfe. Nach Puckverlust im eigenen Drittel. Ja, Angeran war es, der da den Fehlpass spielt und selbst nutzt das gut aus. Kreiert dann 3-1 auf ganz
auf ganz wenig Raum. Windquist spielt da auf. Ich glaube, es ist Marco Pfleger, habe ich es richtig gesehen? Ja. Den Schnauzball erkennt man. Jonah Peter da, zu Fall gebracht. Arm bleibt unten, Scheibe an der blauen Linie. Rabi jetzt mit dem Schuss, geblockt. Tor! Nochmal Raab. 4:3 für Selb. Sehen wir hier nochmal im Replay. Da Raab mit dem ersten Schuss, der wird nochmal abgeblockt. Dann kriegt er die Scheibe nochmal. Ah, ich weiß nicht. Defin sieht er, glaube ich, nicht. Da steht, glaube ich, unten genau vor Defin. Oder Schmidt war es. Jetzt sehen wir es. Ja, da sieht er nicht wirklich was. Gegen Josh Winquist. Ja, gewinnt's nicht. Ja, machen wir die Scheibe gut an der Bande fest. Die Selber Wölfe gewinnen das erste Saisonspiel in der DEL2-Saison 4:3 in Regensburg nach dreimaligem Rückstand